Russische Angriffe auf Kiew. Laut ukrainischen Angaben ist dabei ein feindliches Flugzeug über der Hauptstadt abgeschossen worden. Durch Raketenbeschuss wurde ein Wohnhaus schwer beschädigt. Der ukrainische Generalstab spricht von schweren Gefechten nordwestlich von Kiew. Ukraine ordnet Generalmobilmachung an. Nach dem russischen Einmarsch rief Präsident Selenskyj in einem Dekret alle Reservisten und Wehrpflichtigen im Land zu den Waffen. Nach seinen Angaben wurden bisher 137 Ukrainer bei den Kämpfen getötet. Selenskyj kündigte an, in Kiew bleiben zu wollen. EU beschließt neue Sanktionen gegen Russland. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte und Einschränkungen bei der Visapolitik geben. Auf einen Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT konnte man sich vorerst nicht einigen. Tausende Ukrainer offenbar bereits auf der Flucht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass bereits etwa 100.000 Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Es habe erhebliche Vertreibungen gegeben, so eine Sprecherin, und es gebe Bewegungen in Richtung Grenzen und ins Ausland. Proteste in Russland gegen Angriff auf Ukraine. In mehreren Städten gingen Menschen auf die Straße, trotz eines Demonstrationsverbots und angedrohten hohen Strafen. Dabei gab es nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 1700 Festnahmen. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Südosthälfte zunächst meist trocken. Später im ganzen Land zahlreiche Regen, Schnee oder Graupelschauer. Örtlich Gewitter. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.